Die Pkw-Maut steht im Vertrag. Es geht ja um Gerechtigkeit auf deutschen Straßen. Und um viel Geld, sagt die CSU. Netto von ausländischen Fahrzeugen über 800 Millionen. Falsch, sagt der ADAC. Wir befürchten, das Ganze ist ein Minusgeschäft. CSU kontra ADAC. Zwei mächtige Gegner, zwei völlig unterschiedliche Ergebnisse. Bei den reinen Einnahmen spricht der Bundesverkehrsminister von 800 Millionen Euro. Der ADAC von 262 Millionen Euro. 538 Millionen Euro Differenz. So kommen die Experten vom ADAC auf ihren Betrag. Sie gehen von einer Vignettenlösung aus. 10 Euro soll eine Vignette für 10 Tage kosten. 100 Euro eine fürs ganze Jahr. Laut ihrer Verkehrsberechnung kaufen 6,7 Millionen ausländische Pkw-Fahrer eine Vignette. Der Erlös 262 Millionen Euro. Wir brauchen ein Mautsystem, das muss aufgebaut werden. Das kostet ungefähr 300 Millionen Euro. 262 Millionen sollen dann die Ausländer da reinliefern. Dann bleiben knapp 40 Millionen, die nicht gedeckt sind. Also zahlt Deutschland drauf. Aber wie rechnet die CSU? Wir fragen Joachim Herrmann, in Bayern zuständig für Verkehr, nach einem Konzept. Bislang gibt es das nicht. Ich denke, jetzt erarbeiten wir in den nächsten Monaten mal ein konkretes Konzept. Und dann werden wir das auch in aller Breite in der Öffentlichkeit diskutieren. Wie kommt Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer dann auf die 800 Millionen Euro? Diese Zahl beruhe auf verschiedenen Quellen. Unter anderem auf einer Erhebung des Mautbetreibers Arges, teilt uns seine Pressestelle mit. Arges, ein deutsches Unternehmen, das weltweit viel Geld mit Mautsystemen verdient, geht zwar vom gleichen Vignettenpreismodell wie der ADAC aus, ansonsten gibt es aber große Unterschiede. Arges nimmt an, dass 29 Millionen ausländische Pkw-Fahrer Vignetten für 900 Millionen Euro kaufen. Arges habe dabei viele ausländische Pkw-Fahrer mehrfach gezählt, kritisiert der ADAC. Realität sieht so aus, dass die Mehrheit der Fahrten von Fahrzeugen generiert wird, beziehungsweise von deren Haltern besser gesagt, die eben häufig über die Grenze fahren. Häufig im Jahr. 10-mal, 20-mal, 50-mal. Und die kaufen sich dann natürlich eine Jahresvignette für 100 Euro. Außerdem kritisiert der ADAC, dass ausgerechnet die Zahlen eines privaten Mautbetreibers im Bundesverkehrsministerium so viel Gewicht bekommen. Wenn das Unternehmen sind, die andernorts schon Erfahrungen haben, dann ist es jedenfalls nicht völlig abwegig, sich deren Argumente auch anzuhören. Aber wir sind da nicht eben auf solche Modelle festgelegt. Die CSU ist also noch flexibel. Da dürfen die deutschen Autofahrer gespannt sein, was kommt.